Achso. Bin noch nicht Bananenbrot. Ja, sorry, Chicken. Du musst näher heran. Näher. Näher. Ah, jetzt bin ich aber richtig, oder? Jetzt geht noch tiefer. Nee, ne? Hä? Toothscratch hat er, aber zusammen halt, meine ich, um die 5 Millionen. Ja, Toothscratch ist krass. Aber das Sonar reicht nicht tief genug, um sie freizusetzen. Toothscratch ist... Der hat ja auch alles bezahlt, als Victor da war. Und nicht nur für Victor, sondern für alle Leute, die da waren. Der Bruder hat Asche, Digga. Der hat Asche. Und der ist halt so alt wie ich, ne? Müsst ihr euch mal vorstellen. Mit 25 einfach komplett ausgesorgt. Schick mir die Koordinaten. Ah, Bro. Ananas, Bananenbrot, sorry. Ich bin da ein bisschen lost. Was soll ich euch sagen? Dennis kennt uns seit 20 Jahren und verwechselt immer mich und Victor. Was soll ich euch sagen? Ja? Victor. Beeil dich bitte. Ich muss im Wagen bleiben. Scarecrow's Toxin ist zu. Ich hoffe, ich kann auch bald Mitglied werden. Ja, wäre nice. Wäre nice. Würde mich für Gabriel freuen. Wenn er da durchstartet. Ja, same. Das wäre sick. Das wäre wirklich sick. Weil Victor ist ja schon irgendwie 9 Jahre am Beats machen oder so. Erreicht, Alfred. Ich brauche einen Zugang. Natürlich, Sir. Ich muss Sie warnen. Die Scans zeigen eine beträchtliche Anzahl von unbemannten Panzern. Nicht mehr lange. Ja, und du kannst Sie nicht mal deine Unterhosen waschen. True that. Und jetzt Real Talk. Muss ich auch gar nicht. Als wir in Spanien waren. Nicht ganz. Aber als wir in Spanien waren, habe ich es geschafft, mit meinem Charme meine weiblichen Mitschülerinnen dazu zu bringen, meine Wäsche zu waschen. Außer die Unterhosen. Die habe ich selber gewaschen. Meine Unterhosen habe ich selber gewaschen. Ansonsten haben meine Mitschülerinnen meine Wäsche gewaschen. Sie haben den Eingang versperrt. Mit Geld, ohne Geld. Weil ich ein echter süßer Hase bin. Lüge. Es ist keine Lüge. Lüge. Es ist Real Talk. Es ist wirklich so. Diamond back offline. Halt die Bremse! Metal, Leute. War so schwer. Was? Was du schon was? Was beim Anfang oder was? Ja, aber wenn das jemand anderes macht. Was denn? Das ist aus. Faule Sau. True. Ich sehe nicht. Wo ist er denn? Wo sind die letzten? Von wer? Wo seid ihr? Die Horde. Aha. Du kannst anderes machen, so nämlich. Okay, wird stolz drauf, ja, natürlich. Ja, selbstverständlich. Konnte mein ganzes Leben lang nicht mit Mädchen reden und dann war ich so charmant, dass Mädchen meine Wäsche gewaschen haben. Wo muss ich denn hier rein? Kannst nix. Muss ich auch nicht. Ich habe andere Leute, die das können. Ich habe das auch Christian schon gesagt. Wenn ich irgendwann... Christian wird so mein zweiter Papa sein, wenn es um handwerkliche Sachen geht, weil ich kann nichts handwerklich. Und Christian kann einfach alles. Weißt du, Victor hat Christian so gefragt, Bro, hast du vielleicht so ein Messer oder sowas für mich zum Pakete und immer so aufmachen, ne? Weil er einfach nichts zu Hause hat. Ich habe dafür halt einfach hier eine Schere. Und erstmal kommt Christian... Kommt er erstmal mit so einer wirklichen Sammlung an Klappmessern und dann hat Victor sich eins ausgesucht und das war halt nicht geschärft. Und dann kommt Christian einfach mit einem Schleifstein um die Ecke und schleift erstmal in seinem Wohnzimmer das Messer für Victor. Wenn ich irgendwie ein Bild aufhängen muss in meiner Wohnung oder so, werde ich auf jeden Fall Christian anrufen, dass er das machen kann. Ich habe
Auch als wir für Victors Mutter das Sofa nach oben packen mussten, weiß ich, ich hätte gesagt so, ja, okay, komm, rohe Kraft, ich versuche das Sofa hochzuheben und versuche die Treppen hochzugehen und Christian einfach hier Spanngurte, bam, 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 zack, wir heben das einfach vom Balkon hoch, Junge. Christian einfach anderer Fallfertiger. Das Geist ist krank. Ist ja ein großer Bob, der Baumeister Sohn, nicht immer. Er verschwendet seine Zeit, da ist gar nichts. Zumindest nichts, von dem wir wissen. Ich kann mit dem Lastenaufzug nach unten schneller runtergetragen. Hat mein Dad geklotzt. Hat selbst mal mit dem Dad geklotzt und der ist ein Bär. Nice, Digga. Ja, aber bei mir ist ja immer so, also rohe Kraft geht, weil ich jetzt nicht unbedingt der Schwächste bin, mehr ist nicht dran. Ich bin auch immer so, ja, wenn mein Vater mich für irgendwas braucht, dann ist das halt einfach irgendwas anheben oder so oder irgendwas tragen, weil was anderes kann ich eh nicht. Ich kann keinen Nagel in die Wand hauen, ich kann nicht bohren, ich kann gar nichts, Digga. Und das ist auch okay. Da gibt's Leute, die können das und dafür kann ich andere Dinge. Nicht viele, aber ich irgendwas. Ich kann glauben, Spiele spielen. Den Laufburschen für diese Öko-Tante spielst. Mal ehrlich, Bats, ich dachte, wir machen langsam Fortschritte. Also zum Beispiel Apo ist auch handwerklich viel begabter als ich. Mein Gaming-Stuhl, den ich mir mal gekauft hatte, der mittlerweile schon lange Schrott ist, den hab nicht ich zusammengebaut, sondern sie. Also ich hätte es auch hinbekommen, aber sie will es und sie kann es besser. Von daher, ja. Fühle ich mit. Ich kann nichts außer vielleicht einen Stuhl aufbauen. Ja. Apo ist mehr Mann dazu. Ja, weiß ich nicht. Also so dieses... Ja. Früher einmal habe ich den Schreck in der Chemie. Handwerklich gesehen ist sie auf jeden Fall krasser als ich. Aber das ist halt, sind wir mal ganz ehrlich, ist halt auch nicht besonders schwer, ne? Oh! Du hast mir das Gegenteil bewiesen. Oh, kommt jetzt nicht gleich. Okay. Na Jungs, wir sind sehr weit, was Batman angeht. Wir sind sehr, sehr weit. Wir sind sehr, sehr weit. Was ist Beef? Irgendwie fallen mir alle schweren Sachen leicht, aber wenn es leicht wird, kann ich nichts. Was? Irgendwie fallen mir alle schweren Sachen leicht, aber wenn es leicht wird, kann ich nichts. Okay. Beef? Was ist Beef? Wo ist Beef? Bei wem ist Beef? Schon lächerlich? Was ist lächerlich? Ernst? Einfach Philosoph? Ja, ernst. Hört mal auf zu beefen. Jetzt muss ich schauen. Wer beeft hier? Wer ist am beefen? Wer ist am beefen? Ich sehe kein Beef. Anas und Tomba Beef? Was? Okay. Du? Ich? Mit wem habe ich Beef? Ich habe kein Beef. Ubisoft Vermögen. Ach so. Beef. Brauchen wir überhaupt, weil der Batman nicht so gut findet. Bumm. Blind. Einfach. Guck mal, Tomba, hier ist Metal Gear Solid. Einfach der sneakige Hase. Aber fand der Batman nicht gut? Das wäre ja... Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert, aber ich kann immer bloß eine erkennen. Bis dahin ist die vorige bereits wieder online. So hätte es nicht enden sollen, Batman. Ich hatte gehofft, du würdest dich mehr wehren. Wohl eher Metal Gear solide. Hm?
Okay, Erklärung. Ich hatte eine 6 in Prozentrechnung, aber ich kann mir die kompliziertesten Rechenschritte merken. Mittlerweile kann ich auch Prozent. War damals so dumm. Ah, okay. Red Dead Redemption größer Forspoken. Ja, okay. Ist aber die meisten Games sind größer Forspoken wahrscheinlich. Sind wir mal ganz ehrlich. Jetzt. So. Was suchst du in diesem Tunnel, Batman? Deine Mama. Hoffnung. Du wirst keine finden. Oder deine Mutter. Dorn. Früher einmal habe ich den Schrecken in der Chemie. Ich dachte, perfekt angeordnete Atome könnten die Dämonen eines Menschen entfesseln. Du hast mir das Gegenteil bewiesen. Ich crush gleich Red Dead Redemption. Fucking Crush, Alter. Metal Gear, ja man. Selten so viel gelacht durch den Chat, lieber an euch alle. Das ist auch wirklich so, der Chat ist einfach Ehre. Ach, ich freue mich auf das Hogwarts-Video morgen. Die Sensoren der Drohne sind vorübergehend deaktiviert, aber ich kann immer bloß eine hacken. Und bis dahin ist die vorige bereits wieder... Als ob! Alles klar. Fuck doch auf, Alter. Was ist das für ein Müll, Digga? Junge, was ist das für ein Müll? Ich musste mir bereits meine Beerdigung ansehen und jetzt soll ich mir den Spaß nochmal antun? Vielen Dank für die Blumen. Die letzten Level an Uncharted 3 auf gnadenlos und bodenlos. Bruder. Vor allem das Ding ist, wenn ich Uncharted 3 spielen werde, da wirst du ja anders getriggert sein bei meinem Gameplay, weil ich werde das auf normal zocken und werde schon verkacken. Was suchst du in diesem Tunnel, Batman? Hoffnung. Du wirst keine finden. Wie hat der allgemein God of War Kleider? Ich dachte, perfekt angeordnete Atome könnten die Dämonen eines Menschen entfesseln. Bin ich jetzt doof? Hab ich wieder was verpasst? Du hast mir das Gegenteil bewiesen. Wenn man auf normal nur auch nur einmal stirbt, ist man schon Trash, weil man gesehen hat, wie schnell. Ja gut, aber gnadenlos habe ich mir halt nie angetan. Ne? Das ist halt für mich. Diese Schwierigkeitsgrade fühle ich halt gar nicht. Das ist ja. Warte mal, dreht er sich gleich um? Ne, der dreht sich nur um, weil wir eben gesehen wurden, oder? Zock immer alles. Was kann er ansagen, oder was? Ja, kein hobbyloses Kind, ne? Dreht er sich gleich um? Das ist der Moment der Wahrheit. So, der dreht sich jetzt gleich um. Dann blenden wir den, gehen da vorbei und blenden direkt den. Und dann haben wir's. Können wir den nochmal blenden? Bumm. So, jetzt hier. Angriff, Attacke. So, wumm. Düm, 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 düm. Easy. Und jetzt weiter. Bumm, 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 bumm. Und bis dahin ist die vorige bereits wieder online. Bumm. Wie kann man eigentlich so ein Profi sein wie ich, Digga? Wie kann man so ein Profi sein wie ich? Beim ersten Mal auf normal okay, beim zweiten Run muss schon schwer, sonst Trash. Ah. Bei Uncharted jetzt. Da. So. Ah, okay, die sehen uns alle nicht, ne? Alles klar, let's go. Let's go. Ah ja. Oh. Generell. Ah gut, ich zock selten Games zweimal. Bei den meisten Games reicht einmal. Außer bei Arkham-Reihe. Arkham-Reihe, ja.
Aber Arkham-Reihe habe ich auch schon mehr. Also, bei Arkham-Reihe, sag ich sogar ehrlich, da hätte ich mir sogar noch einen höheren Schwierigkeitsgrad gewünscht. Weil schwer ist jetzt auch nicht so schwer. Wie viele Mal Batman? Oh, Batman habe ich safe. Also, die ganze Reihe habe ich safe 6 Mal und Arkham Knight habe ich irgendwie 8 bis 9 Mal oder so durchgespielt. Aber Batman ist auch Ausnahmegame. Batman ist auch Ausnahmegame. Kumpel hat God of War auf Give Me God of War durchgespielt. Ja, ich habe es auch mal auf Give Me God of War probiert. Jeder Kampf dauert so lange und wenn du dann stirbst, dann musst du den Kampf wieder von neu beginnen. Bruder, da kickt dann bei mir immer so dieses nee, das ist dann, keine Ahnung, für mich ist das dann immer so Zeitverschwendung. Aber manche Leute ticken da ja ein bisschen anders. Weil schwer ist auch nicht so schwer. Ja, bei Batman ist schwer wirklich nicht so schwer. Da wirklich so. Ich weiß nicht, wie es ist bei dir, aber jedes Mal, wenn ich Arkham wieder zocke, mache ich direkt auch alle Nebenmissionen außer Riddler, weil einfach so sein. Ja, Digga, das ist krass, ne? Ist bei mir auch so. Ist bei, legit? Vor allem bei Arkham Knight, da mache ich alle Nebenmissionen, immer. Und ich meine, guck mal, bei Arkham City habe ich alle Nebenmissionen ignoriert, weil ich das im Stream nicht so gefühlt habe. Aber hier habe ich ja auch sehr viele gemacht. Wir machen nicht alle, aber wir machen trotzdem hier viele. Bei Batman geht das einfach. Weil immer alle Nebenmissionen gemacht, außer die Riddler, wie du sagst, weil das ist halt zu viel. Es ist krass, deswegen, Batman ist... Mehr, 10 out of 10. Da hier, Dennis spielt. Ah, ihr seht das gar nicht. Aber Dennis spielt jetzt Hogwarts Legacy. Ja, Batman ist einfach. Batman ist King. Was soll ich dir sagen? Batman ist. Schade, dass Rocksteady seitdem nichts mehr rausgehauen hat. Ich glaube. Ja, stimmt, Dennis, welches Haus bist du? Welches Haus bist du? Ich bin jetzt Ravenclaw. Aber irgendwie, ich sag dir ganz ehrlich, irgendwie will ich einfach Gryffindor sein, aber nochmal fange ich nicht neu an. Slytherin? Okay. Ja, im Stream war ich auch Slytherin. Nicht dein Leben muss beendet werden. Slytherin. Die Hoffnung, die Hoffnung, die heute Nacht sterben wird. Ah, das war ja smart von mir. Das war ja, wow. Mach eigenes Haus auf. Ja, Mann. Ist einfach, das Haus hat einfach nur Drip. Da kommen nur Leute rein, die einen aggressiven Drip drauf haben. Du musst gar nicht zaubern können. Du musst einfach nur cool aussehen. Das war's. Bumm. Ich klapper, Schlange. Drippendor, Digga, Drippendor. So nämlich. Wenn ich das Game endlich zocke, mache ich Gryffindor. Ja, Mann, ja, ich hätte auch Gryffindor nehmen sollen. Scheiße. Ach. Vor allem Harry war ja Gryffindor, Digga. Warum habe ich nicht einmal Gryffindor genommen? Ich habe mich bereden lassen, Alter. Fucking Ravenclaw. Halt dein Maul. Weiß noch nicht, in welches Haus ich gehen soll. Versuche immer noch süß auszusehen. Muss ich es wirklich für dich aussprechen? Ravenclaw ist aber auch einfach das Einzige, was keine Nebenmission hat. Stadt mehr zu keine eigene. Also spiel nicht den Helden, sondern akzeptiere den Joker in dir. War das keine Ansage? Nee, das war keine Ansage. War es gerade eine Ansage oder was? Du Affas Ravenclaw genommen. Ich muss in Reichweite der Fernsteuerung bleiben. Was soll ich dir sagen, Digga? Weil das Ding ist, ich habe die Frage jetzt anders beantwortet, als natürlich im Stream. Und dann war einfach Ravenclaw. Und ich wollte halt auch Ravenclaw. Ja. Aber das Haus von Ravenclaw ist eigentlich, also da wo man ist, sieht eigentlich ganz cool aus. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber, ja, naja. Hätte Gryffindor nehmen sollen. Aber im Grunde, ja, sind wir mal ganz ehrlich.
Im Grunde macht das keinen großen Unterschied. Also, ja. Ich gehe zu Gryffindor, ja, man safe. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Die Suche nach der Identität des Arkham Knights trug keine Früchte. Nichts? Ich habe nichts? Eine Liste von Kandidaten, die wir nicht ausschließen können. Aber nein, keine wahrscheinlichen Verdächtigen. Versuch es beim ehemaligen Arkham-Personal. Hugo Strange hatte weiterreichende Motive. Quincy Sharp war instabil. Wollen Sie damit sagen, der Arkham Knight ist ein Mitverschwörer, der Ihr Werk vollenden will? Ganz genau. Junge, der Synchronsprecher von Alfred ist einfach... Alter, 94? The fuck? Hoffe, der lebt noch ganz lange. Ja, safe, Digga, Bruder, der macht so einen guten Job. Dieser Alfred ist einfach Alfred. Also, er klingt halt einfach wie Alfred. So wie Alfred, so wie ich ihn mir vorstelle. Das Wappen... Das Wappen von Drippen, du hast eine Arschklappe. Ja, ja, safe. Batman mit Arschklappen. Und sie wird bemerkt werden. Die Arschklappe ist legendär, deswegen. Morgen 14 Uhr kommt das Video online. Ah, egal. Ich werde es mir wahrscheinlich gleich nach dem Stream nochmal angucken. Scheiß Arschklappe, Alter. Oh, nein, nicht Rickady. Ah, deswegen weiche ich bei Hogwarts. Ich drücke immer X bei Hogwarts zum Ausweichen, weil ich mir so denke, damit weicht man aus. Und ich habe mich gefragt, von welchem Game das kommt. Von diesem Game kommt das. Hier weicht man mit dem Knopf da unten aus. Okay. Woo. Can't touch this thing. Was ist die Idee? Hosen mit Arschklappe. Oh, warte, irgendwas mit Arschklappe habe ich gehört. Hier geht gerade die Party ab. What the fuck? Sie haben ihre Hände nicht her, sonst schaffen wir das nie. Sie weiß wohl genau, wo sie uns treffen muss. Drohne getroffen, sie ist noch aktiv. Primärziel hat eine Drohne erwischt. Ach da. Ah ja, ach da. Danke, danke. Was habe ich gemacht? Ich bin so stark. Ich bin stärker als billige kleine Cockenauzis. Da. Und? Ah ne, ist gar nicht der letzte. Twin Render zerstört. So, wo sind die letzten? Telekom hat heute keine Lust zu arbeiten. Uff. Warte mal, Kirito, hast du den Post, den ich bei Patreon gemacht habe, hast du den gesehen? Du warst doch Patreon-Mitglied, oder? Diese Panzer zu zerstören, aber hast du den gesehen? Der Applaus war für Kirito. Ah, okay, got it. Got it. Oder ich bin im... Achso, sorry, ja. Warte, was hast du denn? Jo, hab es gesehen. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hoffe, das ist eine gute Lösung für Patreon. Ich weiß nicht, ich hoffe, das ist eine gute Lösung, so. So, was hat Ernst hier? Merch-Idee, Hosen mit Arschklappe.
Uff, Digga. Ja. Imagine. Wäre eigentlich ganz lustig, ne? Wäre eigentlich ganz lustig. Er hat sie alle ausgelöscht, Sir. Schauen wir mal. Wir brauchen mehr Panzer. Schauen wir mal. Nein, jetzt kriegt das. Mir ist jetzt keine bessere Lösung. Batman, hör auf den Helden zu spielen. Ich würde kaufen. Irgendwas. Merch Idee, kein Merch. Ich glaube, ich habe so für mich, ich weiß nicht, ich, für mich selber habe ich irgendwie so gesagt, so bei 100.000 Abonnenten. Wo findet man eigentlich dein Patreon? Ja, noch nirgendwo. Ich glaube, ich habe den ja hier mal reingeschickt oder so in den Chat. Ich werde, so, wenn das Sonic, also ich mache im Sonic-Video, mache ich kurz dafür Werbung. Und dann werde ich, bevor das Sonic-Video kommt, mache ich noch einen Post wegen Patreon. Und dann werde ich das, denke ich mal, so in jedem Video mal erwähnen. So. Kein Stress, habe jetzt einen K-Wet-Kanal ganz für mich alleine. Ja, true. Ah, stimmt. Ah, oh. Warte mal, das heißt, du hast ihn abonniert, oder? Kann das sein? Hast du ihn abonniert? Jawohl. Geil. Warte mal, kann ich euch das zeigen? Hier. Ein Abonnent. Sick. Ja, Kirito, einfach exclusive, Junge.